Moin zusammen und erneut begleiten wir Boris auf seiner Reise durch das Labyrinth. Es hat sich nicht viel getan seit dem letzten Mal. Ich würde ja nichts ohne euch tun. Naja, okay, ich gebe zu, ich habe noch ein paar Mal an diesem Spielchen herumgebastelt, dieses Ping-Pong-Spiel. Allerdings nicht mit sonderlichem Erfolg, ehrlich gesagt. Nun gut. Wir drehen die übliche Runde. Erst hier. Dann an diesem Quietschding und schließlich bei Alice. Auf die freue ich mich ja ein bisschen, ne? Die ist immer so zickig. Mich ein bisschen. Oh. Ja. Ich weiß, das ist irgendwie immer dasselbe, was wir hier machen. Aber, oh Gott, und ich dachte auch anfangs, nee, das wird nicht mein Spiel. Oh, es macht süchtig. Es macht wirklich süchtig. Es ist furchtbar. Rätsel, naja, Rätsel sind es ja nicht, aber hier durch die Gänge zu laufen, Boris dabei zu begleiten und in der ständigen Angst, wann kommt es? Welchen Gegner habe ich heute? Wer will uns diesmal ans Fell? So. Okay. Noch kein Safe Room. Das ist verdächtig. Das ist verdächtig. Da ist ein Safe Room. Okay. Hm. Sprach es und los ging's. Hm. Leider nichts. Das tut mir leid, Kumpel. Was auch immer sie dir angetan haben, euch angetan haben. Halt, was war das? Oh. Gut, dass ich so dicht an der Wand lang ging. So, sollte es das tatsächlich schon gewesen sein? Das kommt mir verdächtig vor. Und wir sind unserem, wem auch immer, noch nicht begegnet. Noch was zu entdecken. Okay. Nee. Hä? Moment. Ach, hier. Ja, natürlich. So, ich höre einen Herzschlag. Aber wir tun das jetzt. Ab nach Hause. Ohne einen einzigen Kontakt? Ernsthaft? Okay. Na gut. Also ich will mich ja nicht beschweren, ne? Also ganz sicher nicht. Puh. So, auf in die nächste Runde. Wer wird jetzt unser Gegner? Level 27. Okay. Ein Herz. Ach, wir sammeln Herzen. Na gut. Ah ja, ach, den mag ich. Wally. Hallo. Hallo. So. Ein Kaffeeautomat, ein Schrank. Nein.
Renata. So. Wo geht's hier noch hin? Da geht's nirgendwo hin. Oh. Na? Ja. Edgut. Da ist es. Hallo. Doch, er kommt zurück. Nee. Er kommt zurück. Ich weiß nicht, vor 8 von unten. Okay. Wenn er da gerade war, dann, oh, dann will er da bestimmt nicht nochmal hin, oder? Nee. Nee, 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 nee. So nicht. Nee, nee, nee. Okay. Okay, also von rechts gibt es einen Durchgang nach unten. Bye, bye, Birdie. Ja, dann gehen wir doch erstmal links. Das war ja eine Spitzenidee. Okay. Gut. Nach unten? Warum eigentlich nicht? Nein, nicht nach unten. Okay, wagen wir uns in den Durchgang nach rechts. Und hier ist auch nichts. Okay. Hier geht es noch ein Stück weiter, in dem auch nichts ist. Oh Mann. Das heißt, alles, also bis auf dieses eine Herz, was hier noch liegt, ist auf der linken Seite. Cool. Ja. Naja. Naja. So. Weg, weg. Jupp. Hier wird offensichtlich mit einer Menge Rennerei gerechnet. Und jetzt nach unten. Da haben wir gleich zwei Herzen. Na. Okay. Hier oben. Ach, er kommt. Gibt es hier irgendeine Möglichkeit, das ihn zu stecken? So here's my beef with this whole chip thing. Ja, ich bin auch in die Schule gegangen. So, haben wir noch was? Ich habe immer so ein bisschen, also das ist, naja gut, in diesem Fall war es auch Unsinn, aber naja, es kann ja gut sein, dass da noch ein Schrank ist, in dem es irgendwas Nettes gibt. Irgendwas Nettes gibt. Uns fehlen ja immer noch zwei Plakatteile. Ich glaube, jetzt können wir es auch riskieren, ne? Ich meine, es ist ja quasi kurz vor Tüt. Naja, vielleicht möchte ich das doch nicht. Okay, auf und davon. Ja. So. Das hätten wir schon mal. Okay, lass
wenigstens mal gucken, ob sich irgendetwas verändert hat. Nö. Wäre auch zu schön gewesen. Hier sieht alles aus wie vorher. Ja. Da ist... Nein, was soll sich da auch noch ändern? Hm. Okay. Kann ich noch durch den Tisch laufen? Nein, schade. Cool. So, irgendwas hier. Hier ist unverändert 5 von 7, jawohl. Aber wir sind dem auf der Spur. Wir sind dem sowas von auf der Spur. Gut. Weiter, weiter, weiter. Da steigen wir mal nicht ein. So, hier haben wir 6 von 6. Oh, das ist... Ja, ich glaube, ich erwähnte das beim letzten Mal. Da machen wir nichts weiter mit. Diese Message. Das mache ich irgendwie offscreen. Und, naja. Ich erzähle dann, wenn sich was getan hat. Nichts. Die Geschichte ist ja quasi vorbei. Okay. Alice, wir kommen. Skip. Ich drücke direkt auf Skip, weil die Geschichte haben wir schon gehört. Okay, da ist ein Knochen, hier ist ein Nichts, da geht's nicht weiter. Wir probieren es hier entlang. Coffee, Coffee, Coffee. Go. Mit nichts drin. Junge. So. Okay. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ja, gehen wir zurück, ne? Mehr gab's ja nicht. Ich höre dich. Ich höre dich genau. Aber ich bin nicht da. Also, doch, irgendwie schon. Ja, beschwer dich nicht. Auch stöhnen hilft nicht weiter. Gib dir mir Mühe. Hält sich die Augen zu. Okay, wir probieren es erstmal. Oh, da ist ein Schrank. Ah. Na. Gleich weiter nach rechts. Ja, ich wollte nur gucken, ob in diesen Räumen irgendetwas drin ist. Obwohl eigentlich doof, weil wir hätten ja ohnehin hier entlang gemusst. Nee. Okay, geht's. Ach, hier unten geht's noch weiter. Okay. Nein, da geht es nicht weiter. Gut.
Das heißt... Ist jetzt gleich der Raum, ne? Das Versteck. Ja, ja. Na du? Hey. Wir haben hier auch schon mal was entdeckt, ich bin mir sicher. In einer der ersten Folgen hat es hier etwas gegeben. Oh. Schrank. Hm. Hm. Meine Güte, da ist ein Knochen. Hatten wir... Das war's, ne? Das letzte Teilchen ist... ist... Ich möchte jetzt auch nicht laufen. Wir haben zwar alles beisammen und könnten uns daher auf den Rückweg machen, aber wer weiß, wenn wir laufen, wenn Boris läuft, dann verbraucht er ziemlich viel von dieser Suppe. Und das würde ich mir gern aufheben, wenn die guteste Alice uns erwischt. So wie... Gut, gut, gut. Jetzt. Hm. Ja, zieh weiter, Schätzchen. Alles gut. Ich bin dir nicht böse, dass du mich nicht bemerkst. Okay. So. Da. Gut. You think you're so clever? Ja, ich bin clever. Worauf du dich verlassen kannst. Okay. Supply secured. Alles klar. Ach, wir schaffen ja locker noch eine Runde. Wenn wir uns dieses Ping-Pong-Spiel klemmen, können wir viel häufiger hier durch die Gänge laufen. Day 4. Kommt es mir so vor, da kommen wir ein wenig voran. Day 4. Nichts. Kreisch. Müssten wir davon nicht... Ach du liebe Zeit. Ach, Liebchen. Okay. Ja, siehst du. Ganz easy, da könnten wir zwischendurch nochmal einen Kaffee trinken. Aber er ist ein Tick schneller als wir. So, jetzt habe ich natürlich prompt nicht aufgepasst. Gab es da unten noch etwas zu entdecken? Erstmal Vorräte wieder auffüllen. Jo. So. Gut, da ist noch ein Suppenautomat. Da oben ging es nirgendwo hin weiter. Geht es nirgendwo hin. Das ist nicht dein Ernst, ne? Das trifft sich gut. Ja, vielen Dank dafür. Da unten ist... Ach, guck, da könnten wir uns verstecken. Für wenn mal was ist, weiße. Hier sind aber viele von diesen Boxen drin. Hm, okay. Na gut. Also, nicht, dass ich mich beschweren wollte. Sicher nicht. Hier ist nichts weiter. Okay. Also zurück. Waren wir hier oben schon? Da oben haben wir geguckt. Da war nämlich nichts. Hm.
Ach, ernsthaft? Es hilft ja manchmal, sich hinter einer Wand zu verstecken oder einfach nur mal stehen zu bleiben. Das genügt schon. Ich höre erneut den Herzschlag. Ich höre ihn doch. Oh, er ist hier. Und hier gibt's nur Kaffee. Shit. Der scheint mir auch schneller geworden zu sein. Okay. Oder kommt mir das nur so vor? Hier ist nichts weiter. Hier haben wir immerhin eine Schranke. Ein leeres Schranke. So, Löffelchen. Und hier, das müsste unser letztes Teil sein, ne? Ach, ich kann es nicht lassen, ich guck doch immer noch mal nach. Also, naja, wir müssen ja eigentlich auch noch weiter nach oben gehen, nach oben rechts. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir dort alles abgegrast haben. Ach, er kommt schon wieder. Okay, alles klar, hat sich erledigt. Nochmal machen wir das jetzt nicht mit. Nein, vergiss es. So, die Teile brav ablegen. Und jetzt Kreisch. Ja. Na, dann zuppel dir mal einen zurecht hier. Hallo? D5. Guck, wir kommen weiter. D5? Tag 5. D5. Alles klar. Hast du super gemacht. D5. So. Und ich höre das zarte Geratter. Ausgezeichnet. Das zarte Rattern des Roboters. Okay, hier haben wir. War da ein Schrank? Habe ich nicht. Nein. Oh, er kommt. Möchte ich das riskieren? Ach ja. Was denn der? Hat er es gesehen? Der lief da erst so locker lang? Und, okay. Manchmal ist das komisch. Er kam von oben. Nehmen wir mal an, dass die Logik des Spiels, es verbietet, dass er das nochmal tut. Zwar an, dass eher eine Art Zufallsgenerator dahinter steckt, in welche Richtung er sich wendet, also überhaupt der Gegner wendet, aber nun. So. Oh, Schrank. Hallo? So. Thank you.
weitergehen. Da oben waren ja Automaten, nicht wahr? So. Zack, 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 zack. Jawoll. Na, siehst du. Okay. Hier würde ich gerne noch ein Stückchen. Ach, das hat sich ja gelohnt. Na. Das hat sich ja wirklich gelohnt. So, ich laufe jetzt mal nicht, weil ich nicht weiß, wo der nächste Automat ist. Und dann biegen wir doch jetzt mal gar nicht ab. Gut, dass wir doch nicht hingegangen sind. Wir wären dem Typen ja direkt in die Arme gelaufen. Kuckuck. Nimm's auch alles schön auf, du kleiner Spanner. So, ein Herz. Ein Safe Room, sehr gut. Ein Safe Room ohne Schrank. Ein Nichts. So, sind wir nicht gerade erst hier lang gegangen? Ja, natürlich, da ist ein offener Schrank. Okay. Die Sache mit der... Die Sache mit der Orientierungslosigkeit, nicht wahr? Kuckuck. Hab ich eben schon gesagt, ne? Naja. Ich wollte es nur noch mal erwähnen. So, machen wir weiter. Ein langer Gang. Ein noch längerer Gang. Ah ja. Bene. Das haben wir schon mal im Kasten. Och nee, ne? Ja. Wieso weiß der, dass wir... Okay. Nein, ich frage nicht. Wir sollten hier nicht sein, ne? Naja. So. Echt? Da gibt es zwei von diesen Boxen hintereinander? Ernsthaft? Schon gut. Wie juckt's? Schon gut. Okay, eins habe ich übersehen. Mein Herz. Fantastisch. Ja, geh weg. Ich will mit dir auch gar nicht kuscheln. Du bist mir zu klebrig. So. Tja, das tut mir... Ach, da guckst du, da ist es ja. Na also, das hier hatten wir schon. Ja, ja, das hatten wir schon. Hatten wir noch nicht abgefrühstückt. Ah, verwirrt. Okay. Aber wir haben nachgesehen. Das war mir wichtig. Lass dir Zeit. Ja, ich weiß, dass du kommst, aber ich muss gleich weg. Zack! Das ist der. So, wir legen wieder unsere Klamotten ab. Sollen wir nachgucken? Nein, wir gehen direkt zu Alice. Wir gehen direkt zu Alice, die Guteste. Sing unser Lied, Schätzchen. Sing unser Lied. Help? Dir ist nicht mehr zu helfen. So. Na. Schon wieder Leichen. Ach, Kumpel. Das hier ist ein faszinierender Traum, ein beeindruckendes Nichts.
ein bisschen traurig. Hier haben wir ein Käffchen für unterwegs. Okay. Können wir die Wand nicht durchbrechen? Da. Na, siehste. Wir warten, bis sie vorbei ist und gehen einfach in die andere Richtung. Tja. Okay. So. Mehr Käffchen, ein Schrank. Also, vielleicht sollte ich mir auch mal so einen Kaffee besorgen. Nix, 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 nix. Okay. Nix. Noch mehr nix. Okay. Ist sie weg? Sieht so aus. Gut. Das hätten wir also auch. Ist nichts. Oh, oh. Hier haben wir noch ein Löffelchen. Oh. Oder haben wir Glück gehabt, du? Gesehen, das würde ich mir nur gern für gleich zum Schluss aufheben. Schrank. Nee. Nanu? Okay. Also. Schrank. Den möchte ich gerne. Ach, okay, alles klar. So, brauchen wir das? Nein, brauchen wir nicht. Okay. Hier können wir sie abhängen. Was du mit mir anstellst, wenn ich es nicht tue. So. Ja, secured. Aber, hier ist nichts. Aber jetzt. Jetzt. Lass uns gucken. Ich will wissen, was das ist. Ist hier irgendwas Neues? Nein. Nein. Ich weiß, warum gucke ich immer wieder nach? Ja. So. 6 von 7. Na, was sagt ihr jetzt? Aber so richtig? Ja, es ist ein Männchen, aber was dort? Nein, ich weiß es nicht. Ich komme nicht drauf. Bin zu doof dazu. Sollen wir noch mal eingucken? Oh, nein, bin schon leicht über der Zeit. Okay, gut, ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank dafür. Bleibt gesund in dieser komischen Zeit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder bei